Und damit einen wunderschönen Abend hier aus dem schönen und warmen Florida. Wir sind hier beim zweiten Lauf der DSFM in der Season 2015. Heute in Palm Beach. Das Wetter ist heiß, die Miniröcke sind kurz. Ich bin Markus und heute bei mir der Marc Elkemann, der den Tobias Heselmann ersetzt. Hallo Marc. Ja, heute das erste Mal am Kommentieren und dann direkt mit mir hier in der DSFM. Freust du dich? Haha, du weißt noch nicht, was auf dich zukommt. Nein, es wird natürlich ein klasse Abend hier. Ja, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Einen Spotter-Guide haben wir. Wir haben die Teamvorstellung. Wir haben die Fahrer- und Teamwertung aus dem ersten Rennen. Und ich würde sagen, da klappern wir jetzt einfach mal alles ein bisschen ab. Und wir fangen an mit dem Spotter-Guide. Da habt ihr nochmal alle Teams im Überblick. Ich glaube allerdings, es sind heute nicht alle anwesend. Momentan 12 Fahrer auf dem Server. Ich hoffe, es kommen noch 2, 3 Stück. Lassen wir uns überraschen. Ja, wir gehen mal kurz auf die einzelnen Teams ein. Und ich würde sagen, da fangen wir auch gleich mal mit an. Zup, so, jetzt erkennen wir auch ein bisschen was hier. Da haben wir nämlich als allererstes mal oben links Westerwald Racing. Mit der Startnummer 69 der Frank Steiner und mit der Startnummer 77 Tino Wiefig. Dann geht's gleich weiter mit der Startnummer 14 Gunnar Miesen und der Startnummer 79 Martin Fuhrmann, beide für One Target unterwegs. Emma, ich weiß es immer noch nicht, aber wir gehen seit langer Zeit davon aus. Ja, dann geht's auch gleich weiter mit der Startnummer 66 müsste das sein, wenn ich das richtig sehe. Ja, warum habe ich die nicht hier drauf? Ach, da oben. Stimmt ja. Ja, Jens Wolf mit der Startnummer 66, Fun Racing. Und die Startnummer 87. Das müsste sein. Ja, müsste sein. Da muss der Spotter Guide nochmal überarbeitet werden. Ja, XMG Sim Racing mit der Startnummer 11 und der Startnummer 12. Frederik Schornstein, Dino Paulini. Jawohl, da haben wir sie drauf. Ja, dann haben wir Roman Degenhardt mit der Startnummer 19 und Max Brandl mit der Startnummer 25, das Megas Racing Team. Ja, und weiter geht's dann, last but not least, das On-Top-Sim-Racing-Team. Mit der Startnummer 6 Danny Wenzel und der Startnummer 7 René Reiterer. So, haben wir das schon mal abgearbeitet. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch zum letzten Rennen. Da haben wir nämlich eine Fahrer- und eine Teamwertung. Und nach Rennen 1 sieht das wie folgt aus. In der Fahrerwertung führt die Tabelle an Martin Fuhrmann von One Target mit 25 Punkten.
Ja, auf Platz 3 Teamkollege Dino Paulini mit 16 Punkten. Auf der 5 Danny Wenzel, ebenfalls von One Tap Sim Racing mit 11 Punkten. Auf Platz 7 Lars Hagemann von Hagemann Racing mit 9 Punkten. Auf der 9 Björn Hagemann, ebenfalls Hagemann Racing mit 7 Punkten. Auf der 11 Tino Wiefig von WWR Westerwald Racing mit 5 Punkten. Auf der 13 Patrick Wander von DCH Racing mit 3 Punkten. Last but not least, Platz 15 Roman Degenhardt von Megas Racing mit einem Punkt. Und ja, dann würde ich sagen, geht es direkt gleich weiter mit der Teamwertung. Hier sieht es alles ein bisschen anders aus. Hier führt das Feld an XMG Sim Racing mit 36 Punkten. On Top Sim Racing auf Platz 3 mit 24 Punkten. Auf der 5 IRT International Racing Team mit 10 Punkten. Auf der 7 WWR Westerwald Racing mit 5 Punkten. Auf der 9 Megas Racing mit einem Punkt. Ja, dann haben wir das ja auch schön hinter uns bringen können. Ja, wir sind hier in Palm Beach in dem schönen Florida. Marc, hast du da irgendwas zur Strecke zu erzählen? Das ist ja mal interessant. Das habe ich ja aber mal so überhaupt nicht auf dem Plan gehabt. Ja, heute fahren auch wir wieder mit dem Skip Barber. 38 Rennrunden, Einführungsrunde stehender Start. Ja, die Skippy-Fahrer sind Schönwetterfahrer. Das Wetter ist sonnig, soll bis wolkig gehen. Naja, wir werden sehen. Also bis jetzt sieht es hier wunderbar aus. Genau, die Regenwahrscheinlichkeit 0%. Um 19:30 Uhr, also in 2 Minuten, starten wir mit der Qualifikation. 20 Minuten, dann geht es in ein kurzes Warm-up und um 20 Uhr geht es dann ins Rennen. Ja, Marc, eigentlich wärst du ja heute mitgefahren, ne? Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ach, da die, er war anders. Ja, genau. Also, da habe ich was durcheinander geschmissen. Ja, im letzten Rennen ein überragender Martin Fuhrmann von Platz 1 gestartet, hat das Rennen komplett dominiert, bis auf eine Schrecksekunde, als es zum Boxenplatz ging. Da wollte er wohl zu schnell die Boxeneinfahrt rein, hat da die Wand touchiert und ja, ein Lacher, der ihm heute noch nachläuft. Hat das Rennen natürlich souverän gewonnen. Nach zwei, drei Rennrunden war er dann wieder vorne gewesen. Wir haben sehr viele Zweikämpfe gehabt, schöne Zweikämpfe.
Was denkst du, wie wird es heute ausgehen? Wir haben ja hier eine Wahnsinnsgrade. Da kannst du ja einen Backstein aufs Gaspedal legen und kurz was essen gehen. Ja, ich habe mir heute sagen lassen, dass alles jenseits der Geraden doch recht tricky ist und für jede Menge Action sorgen kann. Insbesondere die Kurvenausfahrt, wenn man da zu schnell ist, da kann man ratzfatz ins Grüne reinhüpfen. Ja, du sagst es. Ja, das Training ist zu Ende. Wir schalten gerade ins Quali. 12 Fahrer sind am Start. Ich würde sagen, ich gehe mal ganz schnell durch, wer heute dabei ist. Zum einen Martin Fuhrmann, Dino Paulini, Danny Wenzel, René Reiterer, Max Mutschka, Gunnar Miessen, Lars Hagemann, Jürgen Hurtig, Frank Steiner, Roman Ocon, Tino Wiefeg und Björn Hagemann sind am Start und wir gehen mal live auf die Strecke. So, und da fahren die Jungs auch schon raus. Vorneweg Martin Fuhrmann. Dahinter haben wir direkt Max Mutschka sitzen. Also ich denke mal, Martin werden wir auf jeden Fall in der ersten Startreihe stehen sehen. Ob das jetzt Platz 1 sein wird, ich rechne mal damit. Aber mal sehen. Die müssen natürlich auch eine freie Runde kriegen, erstmal ein bisschen Grip auf die Strecke bringen. Und ja, ich denke mal, hier ist eine Strecke, wo alles passieren kann. Ja, Björn Hagemann ist als einzigster noch in der Box. Der denkt sich, fahrt ja erstmal Grip, dann komm auch ich. Und wir bleiben mal hier weiter beim Martin Fuhrmann, weil er bzw. Max Mutschka, einer von den beiden, wird hier jetzt gleich die erste Zeit setzen. Ja, auf jeden Fall eine Strecke, wo du mit dem Skippy wieder ganz gut ackern darfst, ne? Bei den Kurven. Ja. Ja, bei dem Kurvengeschnörkel ist es, glaube ich, aber auch nötig, da mal ein bisschen ein Stück weit geradeaus zu fahren. So, wir kommen jetzt hier auf Startziel und Martin wird hier die erste Zeit setzen. Es ist eine 1, ja, 1:31, 1,
Gunnar 1,29, Lars Hagemann 1,28 und da fallen schon die ersten. Und Martin wird durchgereicht. Martin wird erstmal durchgereicht. Also momentan vorne die schnellste Runde 1,28 Lars Hagemann, aber wenn wir mal in die Trainingszeiten reinschauen. Martin Fuhrmann 1,26, Dino Paulini 1,27, René Reiterer 1,27, also da wird es gleich noch ein bisschen was fallen. Ja, und der erste Mann mit der 1,27 und zwar eine 1,27,418 ist Dino Paulini. Dino Paulini ist ja im letzten Rennen sehr hoch im Kurs gewesen. War ja von meinem Buchmacher auf Sieg gesetzt. Hat aber nicht ganz gereicht gehabt. Mal sehen, wie er sich heute schlägt. Ja, und Martin Fuhrmann, der hat uns gehört, das hat er so nicht stehen lassen. Neue schnellste Runde, 1,27,047. Damit fast eine halbe Sekunde schneller als Dino. Da wird schon direkt mal ein Zeichen gesetzt, ein Statement gegeben. Ja, schauen wir mal, was die anderen machen. Björn Hagemann steht immer noch in der Box. Ja, also ich denke mal, die zwei werden das hier auch heute unter sich ausmachen, zumindest was die erste Startreihe angeht. Ja, aber der hatte gerade auch den Max Mutschka vorbeigelassen in einer Kurve. Max Mutschka habe ich auf jeden Fall auch hier auf meinem Zeiger. Ist ja der Sieger der Pre-Season gewesen. Im Dallara. Da habe ich acht Rennen sind sie gefahren letztes Jahr. Und da hat er die Fahrermeisterschaft gewonnen. Mit seinem Teamkollegen zusammen auch die Teammeisterschaft. Ja, kommen wir. Oh ja. Ja, haben wir mal hier den René Reiter im Bild, der Organisator und Ideentreiber der jetzigen DSFM. Der ganze Ablauf ist so ein bisschen auf seinem Mist gewachsen. Aber da hat er sich auch richtig schön was einfallen lassen mit der Driving School, mit dem Skip Barber. Wird eine Lizenz gefahren, dann geht es weiter mit dem Renault bis hin zum Dallara. Das Ganze schön gestaffelt. Sehr interessant finde ich den ganzen Aufbau und ich bin mal gespannt, wie das da auch mit den anderen Autos dann weitergehen wird.
Ja, und während wir uns hier ein wegquatschen, hat Martin Fuhrmann eine neue schnelle Runde hingelegt, eine 1:26.652. Also ich sag mal, der Martin und der Dino, die machen das unter sich heute aus. Ja, Gunnar Miessen, momentan nur auf Platz 6. Da scheint es heute nicht so ganz rund zu laufen. Aber Gunnar ist auch eher im Rennen stark als wie im Quali. Ja, auf der 8 haben wir Frank Steiner mit einer 1,29. Also ab Platz 7 kommt dann ein etwas größerer Einbruch. Da geht's. Oh. Yeah. DK. Sauber gemacht. Aber einer sollte dem Frank sagen, dass das hier heute keine Drift-Challenge ist. Ja, auf Platz 9 haben wir Jürgen Hurtig mit einer 1,29,292. Ja, auf der 11 Roman Okon, 1,29,390. Und Björn Hagemann will das Rennen wohl heute von hinten starten. Der steht immer noch in der Box. Aber schauen wir mal, was die Jungs vorne machen. Ah, Martin Fuhrmann kommt rein. Was macht der Zweitplatzierte? Der ist schon drinne. Auf der 3 vorgeschoben hat sich René Reiterer mit einer 1,27,178. Oh, Max Mutschka war hier auf Abwägen gewesen. Das sah so aus, als wenn er heute derjenige gewesen ist, der die Höhe vom Gras überprüft hat. Ja. Hier wird nichts dem Zufall überlassen. Oh, Martin Fuhrmann fährt nochmal raus. Ich habe da noch nicht einmal den Martin so im Auge. Ich achte da mehr auf den Dino. Wie gesagt, der ist bei meinen Buchmachern sehr hoch im Kurs. Ja, wir können uns aber mal, spaßeshalber, so eine Runde angucken aus der Sicht des Fahrers.
Man sieht hier schön am Lenkrad, wie Dino da zu ackern hat. Immer wieder ein wenig korrigieren in den Kurven. So, da haben wir uns jetzt mal eine Runde angeschaut aus der Cockpit-Perspektive von Dino Paolini. So, welchen Kandidat haben wir noch? Roman ist im zweiten Sektor. Ne, der ist im Pit. Aha. Okay. Und dann eben nicht. Da geht es auch schon über Startziel. War das jetzt das Nonplusultra? Die 1.26.6, kommt da nichts mehr? Und was ist mit Björn Hagemann? Wird Björn heute das Feld von hinten aufräumen? Eine 1.30.128. Sind da wieder geheime Tests gemacht worden. Ja, viel Zeit hat er auf jeden Fall nicht mehr. Es sind noch knapp 2 Minuten 25 auf dem Timer. Ja, und Martin Fuhrmann ist, so wie es aussieht, mal wieder Maß aller Dinge hier. Ja, Björn Hagemann hat sich um einen Platz verbessert, eine 1.29.492 und gibt damit die rote Laterne an Roman Otton ab.
Ja, wir können ja gleich mal ganz überraschend einfach einen aus der Spitze zu uns ziehen. So, quasi mal ins Auto reinschalten. Gucken, ob sie sich freuen. Scheint sich da nicht mehr viel zu rühren. Oh, und wir haben eine Gelbphase. Ja, Zeit ist auch abgelaufen. Alles, was jetzt über Startziel kommt, wird abgewunken. Ja, aber hat nicht gereicht, um die Laterne abzugeben. Nee, die biegen jetzt in die letzte Kurve. Na, der. Ja, und wir machen gleich einen Blick auf die Startaufstellung. In wenigen Minuten bleibt dran, wir sind gleich wieder für euch da.
So, in wenigen Sekunden werden wir euch auch nochmal die Startaufstellung in einer schönen Grafik präsentieren können. Ja, Martin Fuhrmann, ne? Das Ding wieder hier gerissen. Und Dino klebt ihn da direkt am Heck. Also da wird es heute, denke ich mal, richtig, richtig spannend zwischen den beiden. Dino hatte ja am letzten Rennen ein bisschen Pech gehabt. Hatte dann sehr viel Verkehr gehabt, wo er nicht dran vorbeigekommen ist. Und heute aus der zweiten Startreihe, wenn er gut wegkommt, dann kann er da ja, seinen Angriff auf Martin Fuhrmann weiterführen. Ja, aber auch René heute wieder sehr stark, ne? Genau. Ja, fahren doch alle irgendwie zusammen. Ja, was können wir euch erzählen, während ich hier auf meine Startaufstellung warte? Ach, das, ich habe da noch was. Hier haben wir nochmal eine Übersicht über alle Rennen, die mit dem Skip Barmer gefahren werden. Putnam Park war vor 14 Tagen gewesen, heute ist es Palm Beach. In 14 Tagen geht's nach Limewalk und das letzte Rennen gibt's dann in Northampton und anschließend wird das Auto gewechselt. Hoppala. Dann rutschen wir nämlich in die zweite Season, da geht's glaube ich mit dem Renault weiter. Ebenfalls wieder vier Rennen, bis es dann in die Königsklasse geht, nämlich zum Dallara DB12. Und auch hier gibt es dann, ne, hier gibt es dann ein Rennen mehr. Sogar zwei Rennen mehr, das sind sechs Rennen. Ja, alle Fahrerpunkte gehen in eine Gesamtwertung. Da bin ich mal gespannt. Also Skippy ist ja schon ziemlich cool, ne? Aber auch sehr, sehr schwer, finde ich, zu fahren, zu handeln. Wir sind ja im Comp Cup sind wir den gefahren und ich habe mir angewöhnt, auf jeden Fall immer mal ein paar Runden zu drehen, bei den Sachen, die ich halt auch kommentiere. Und nach 5 Runden Silverstone hatte ich dann die Schnauze voll gehabt. So, wir haben die Startaufstellung. Da ist sie. Also vorneweg auf der 1 startet Martin Fuhrmann von One Target. Auf der 2 Dino Paulini von XMG Sim Racing. Auf der 3 ist dann René Reiterer, auf der 4 Gunnar Miesen, auf der 5 Danny Wenzel, auf der 6 Mats Mutschka. Dahinter geht es dann weiter. Auf der 7 haben wir, ja genau,
Ja, richtig. Damit hätten wir jetzt auch die schöne Startaufstellung mal gesehen in bewegten Bildern. Ein Dank hier an Gunnar Miesen, der das ganz schnell für uns gemacht hat. So, ich würde sagen, wir schauen uns das ganze Geschehen jetzt wieder auf der Strecke an. Es sind noch knapp 3 Minuten Warm-up. Habe ich noch irgendwas, was ich euch zeigen kann, zeigen will? Nee, da haben wir alles abgearbeitet. Das gibt's ja gar nicht. Sonst rennt mir die Zeit immer zwischen den Finger weg und ich komme nie zum Ende. Und jetzt habe ich einen Leerlauf von 3 Minuten. Ja, da nutze ich doch die Gelegenheit. Jetzt am Sonntag, DGTM, gleicher Sender, andere Kommentatoren. Ich weiß, ich werde das Ganze nicht kommentieren, tut mir echt traurig. Aber dafür gibt es 2 tolle Kollegen, die nämlich die DGTM kommentieren werden. Und ja, Marc, du wirst da auch nochmal einspringen als Ersatz für einen Tobias Heselmann. An dieser Stelle, Tobi, gute Besserung. Ich hoffe, du kommst da mal jetzt langsam auch aus dem Krankenhaus wieder raus. Gibt's wieder Regen? Ja, der echte Sim-Racer ist ja Schönwetterfahrer geworden, ne? Oh, Martin Fuhrmann, gleiche Stelle wie im Training. Ja, der braucht auch keinen Regen, der schafft es auch im Trockenen. Ja, schlimm ist dann natürlich der Moment, wo man dann weiß, oh Gott, Markus ist Kommentator und der sieht doch sowas immer. Ja, also ich muss sagen, so die letzten 20, 30 Streams, da habe ich echt ein Händchen für gehabt. Wenn ich da auf die Fahrer drauf bin, entweder ist direkt was passiert oder aber 1-2 Sekunden später. Es gibt Fahrer, die schieben mir das Ganze schon in die Schuld und verfluchen mich. Ich habe hier so einen Button, wenn ich da drauf drücke, ist der Grip auf einmal weg. Martin, hast du hier wieder irgendwie was an, was deine Stimme im Channel unterdrückt? Ja, dann. Ich habe geguckt, ist alles in Ordnung. Jawohl. Das wäre jetzt der Super-Go gewesen. Also ich höre dich eigentlich ganz gut.
Aber könnte ich ja mal ein bisschen lauter stellen. Ist ja nicht so, als wenn wir hier nicht irgendwelche Möglichkeiten hätten, ne? Oh, da ist auch schon der Rennstart. So, jetzt sollte man mich auch hören. Ach ja, diese ganze Streaming-Sache, auch letztes Mal schon in der DSLM hat man nicht gehört. Bin schon vom Pech verfolgt. Ich habe gerade noch gesagt, das wäre jetzt der Superbau. Das ist, wenn andere hier dran rumfummeln. Ja, ja, ich sag's immer wieder. So, nichtsdestotrotz, wir sind hier in der Formation Lab. Und einer hat da irgendwie gepennt. Die Nummer 8, Frank Steiner. Der sollte jetzt mal gucken, dass er da aus der Box rauskommt, weil sonst darf der gleich aus der Boxengasse starten. Wollte er bestimmt noch mal kurz die Toilette besuchen und hat sich dann verlaufen oder sowas. Ich kenne das ja, ich bin auch schon öfter mal zu spät zum Rennstart gekommen. Ja, das ist, wenn man da irgendwie am Wohnzimmer oder der Küche vorbeiläuft und die Freundin gerade da sitzt, weil dann kommt das, Schatz, mach mal eben das und das und das und das. Dann sagt man, Schatz, ich kann gerade nicht, und dann fängt die Diskussion an. Wir kennen das doch alle, oder? Ja, also Frank Steiner anstatt von Platz 8 jetzt aus der Boxengasse. Da vorne steht er. Kannst du ihn sehen? Da siehst du ihn? Da vorne links, ja, steht er. Genau, er steht da. Er wartet. Ja, ärgerlich. Weil das heißt nämlich für ihn gleich das Feld von hinten aufräumen. So, nichtsdestotrotz, die Ampeln sind an, die Motoren heulen auf und wir starten das Rennen hier in Palm Beach. Da geht schon eng zur Sache in die erste Kurve. Da im Hintergrund sind auch schon die ersten Überholmanöver. Max Mutschka und Danny Wenzel hatten da den Schlagabtausch gehabt. Und Amiesen ist auch direkt ein Platz zurückgefallen. Vorder die Spitze unverändert. Martin Fuhrmann, Dino Paulini und René Reiterer und Max Mutschka auf der 4 jetzt. Das Feld zieht sich aber schon sehr auseinander, muss ich sagen. Ja, irgendwie hat das Mittelfeld da ein bisschen geschlafen. Ja, der Start war bis zur Mitte wirklich recht gut. Der Hinterland hat alle etwas geschlafen. Die meisten Leute nicht auch am Vordermann. Ja, und auch Frank ist jetzt on the road. Und Treffer versenkt, würde ich da mal sagen. Da lässt die auch wieder passieren. Also, sehr gut jetzt gemacht, wieder vorbei zu lassen. Ja. Vorne jetzt eine neue Reihenfolge. René Reiterer auf der 2. Dino Paulini nur noch auf der 3. Auf der 4 Max Mutschka. Hier das Feld auch noch sehr eng beieinander. Gunnar Amiesen, Danny Wenzel, Lars Hagelmann. Dann klafft so ein bisschen die, ja, nicht die erste, sondern die Lücke.
Dann haben wir Timo Wüthig, Björn Hagemann, Roman Ochtern, Jürgen Hurtig und hinten kommt Frank Steiner so langsam angeflogen. Ja, Martin Fuhrmann kann sich vorne schön absetzen. Ja, der hat schon 2 Sekunden Vorsprung rausgekommen. Und Dino muss jetzt da mal so ein bisschen nach hinten gucken, denn er hat Max Mutschka im Getriebe. Ist er dran? Traut er sich was? Ja, Max versucht es außen. Oh, das. Nee, ich glaube, der Dino kann wieder beim Rausbeschleunigen ein paar Meter gut machen. Ja, so ist es auch. Ja, machen aber sie schön zu zweit durch die Kurve, ist es ja nicht. Aber Max jetzt in die bessere Linie, ne? Ja, auf jeden Fall. Schön gemacht. Ja, hat Dino da eben bei der Berührung sich da irgendwie das Auto deformiert? Ja, der Dino muss jetzt aber auch wieder aufpassen, weil der Gunnar Miesen auch knapp dahinter ist, gefolgt von Danny Wenzel. Ja, was ist da los bei Dino? Was ist da los bei meinem Buchmacher? Ja, und Jürgen Kotel an Roman Ochtern vorbei. Aber wir bleiben jetzt erstmal hier auf den. Auch René Reiterer kann sich da jetzt sehr schön absetzen. Also da schauen wir mal eben hier. Guck dir mal die Lücke an. Auch schon knapp 2 Sekunden. Der freut sich, dass die sich da hinter ihm am Kebbeln sind. Oh, und Gunnar Miesen musste seinen fünften Platz an Danny Wenzel abgeben. Ja, aber da kommt der Gegenangriff. Gunnar zieht nach innen, aber muss nochmal zurückstecken. Hat leider noch nicht gereicht. Martin Fuhrmann kann die Lücke auf jeden Fall vergrößern. Genauso wie René Reiter. Ansage. Ja. Hat man uns immer noch kurz hinter Gunnar. Ja, und Max kann sich hier, Max kann sich hier ein bisschen von Dino absetzen, habe ich so das Gefühl. Dran kommt Dino natürlich wieder ein bisschen ran. Ja, das Feld mittlerweile doch etwas weit auseinandergezogen. Also wir haben hier vorne eine Gruppe von 7 Autos, dann kommt die Lücke und dann haben wir schon so die ersten Versprengten. Timo kommt auf jeden Fall gerade näher ran. Jetzt nur noch 3 Zehntel. Die Lücke jetzt klein halten kann auf der Geraden, könnte da auf jeden Fall über kommen. Weil die Lücke ist gerade etwas gewachsen. Ja, aber hier im Moment so mit das dichtste Duell, was wir haben. Um Platz 3
Oh nee, um Platz 3 und 4 war es, ich weiß auch. Ah nee, da sind wir ja. Da sind wir. Sonst noch ein. Unter einer Sekunde sind wir jetzt bei 100 bis zum Lars Hagemann. Das hat sich aber jetzt auch ein bisschen auseinandergezogen. Die waren eben mal näher zusammen. Und da verliert der Lars Hagemann schon etwas Zeit. Ja, mir scheint aber, dass der Daddy da langsam rankommt, ne? Auch die Rundenzeiten. Die Rundenzeiten sind relativ identisch. Ja, vorne Martin Fuhrmann fährt vogelfrei. Genauso auch René Reiter, der da bestens davon profitieren kann, was da so hinter ihm alles passiert. Ja, Gunnar Miesen auf Platz 6 ist nah an Danny Wenzel dran. Ich glaube, da könnte gleich auf der Geraden was passieren. Ah, und kurz dahinter jetzt noch Lars Hagemann wieder. Aber hier ist es eng. Also hier in den Kurven kommt Dino immer wieder zum Packen nah. Aber dann zum Kurvenausgang hat Max immer noch die Nase vorn. Nee, stimmt nicht. Dino ist dran vorbei. Tatsächlich. Auch Frank Steiner, der aus der Box gestartet ist, konnte jetzt einen Platz erobern. Jetzt vom letzten Platz auf den 11. Platz vorgefahren. Auf einmal ist es dunkel bei mir. Aber ich sollte mal meinen Bildschirm schon mal ausmachen. Was ist denn bei Zeit? Ich dachte, ich gerade was ist denn hier los? Ja, hier vorne gibt's leider nur wenig zu berichten. Außer, dass der Vorsprung wächst. Ja, Martin ist da richtig heftig am Angasen. Letzte Runde in 1:27.3. Und Gunnar Miesen ist an Danny Wenzel vorbei. Gunnar jetzt wieder auf der 5. Aber ich glaube, die Sache ist noch nicht gegessen. Nee. Danny will es außen machen. Ja, da muss Gunnar ein bisschen lupfen und dadurch konnte Danny wieder vorbeigehen. Wenn da passiert. Frank Steiner nun schon auf der 10. Jürgen Hurtig damit auf die 11 zurückgefallen. Ja, lässt sich aber noch nicht so ganz abwimmeln. Aber hier die drei im Moment am engsten. Dino kann sich jetzt auch wieder deutlich von Max Mutschka absetzen. Derweil auch schon wieder 1,8 Sekunden den beiden. Im hinteren Feld ist im Moment soweit alles geklärt. Roman, der scheint mir Probleme zu haben, weil der ist doch jetzt sehr weit abgeschlagen. Hinter dem Feld gute
6, 7 Sekunden hinterher. Ja, schalten wir mal auf den Führenden. Martin Fuhrmann, der hier mal wieder seinen eigenen Stiefel fährt. Mittlerweile mit 4 Sekunden Vorsprung. Mit einer Bestzeit von 1,27,0 im Vergleich dazu der zweite mit einer 1,27,3. Ja, das scheint heute wohl ein Date zu haben, oder? Er hat einen Lauf, würde ich mal so sagen, ja. Aber auch René, du, leck mich rund. Also heute hier echt eine Wahnsinnsleistung von ihm. Ich glaube, Dino auf Platz 3 ist ein bisschen schneller die letzten Runden gewesen. Ich glaube, da wird sich auch noch ein bisschen was anbahnen. Der kämpft sich nämlich Zehntel um Zehntel an René wieder ran. Könnte auch noch ein interessantes Duell gleich werden. Ja, man darf aber nicht vergessen, René hat nicht also zu viel Zeit sich auf die Rennen vorbereiten. René fährt in zwei Klassen. Einmal hier die Open Wheeler und bei uns die GT. Und er macht natürlich hier noch die ganze Orga-Arbeit und alles. Ne? Was ja nur auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Und dann hier vorne mit Martin Fuhrmann da die Spitze anzuführen, deutlich anzuführen, das ist mal eine Hausnummer. Ja, aber Dino nimmt da langsam Sichtkontakt auf. So, hier bahnt sich aber gleich wieder was an. Gunnar Niesen knabbert sich da an Danny Wenzel wieder ran. So wie ich das verfolgt habe, jetzt in den letzten zwei Runden, ungefähr 2 Zehntel wieder aufgefahren, jetzt die Gerade runter. Da kann man natürlich Zeit gut machen. Zwei Zehntel verliert er ein bisschen Zeit, weil er ein bisschen früher auf die Bremse muss. Aber er saugt sich ran aus der Kurve raus. Ja, ja, Danny geht direkt in Abwehrposition. Direkt Kampflinie. Ja, und Roman konnte auf Jürgen wieder aufholen. Eben habe ich noch gesagt, da sind fast mit 7 Sekunden hinterher. Roman jetzt nur noch eine Sekunde hinterm Jürgen. Ja, der Jürgen ist schon in der letzten Runde. Der hat einen Dreher gehabt. Tatsächlich. Ja, der ist nämlich mit rund 6 bis 7 Sekunden verloren. Ja, so schnell kann es gehen. Ja, zwischen Platz 8 und 9, da bahnt sich auch was an. Nämlich zwischen den beiden hier, Timo Wiefig und Björn Hagemann. Die kommen sich nämlich langsam näher. Schalten wir gleich noch mal drauf. Wir bleiben erstmal hier. Ja, da springen die Zeiten hin und her. Gerade war es nur 1 Zehntel, jetzt schon wieder 6 Zehntel. Was macht der Gunnar denn da? Ich glaube, es sah gerade von der Zeit her so aus, als hätte er sich irgendwie ein bisschen verschätzt beim Bremsen. Aber er klebt ja schon wieder fast dran. Und wir haben irgendwo eine Gelbphase. Frank Steiner hat Steiner Zeit verloren.
er fährt wieder, die gelben Flaggen sind wieder drin. Ja, Frank Steiner zurückgefallen auf die 12. Natürlich ärgerlich, er ist schon aus der Box gestartet, hat sich auf den 10. Platz kämpft, sag ich mal. Und dann sowas. Ja, wir haben noch ein paar Runden, da kann er das ruhig noch machen. Nach vorne fahren, was soll. Der Dreher will doch keiner sehen, wir wollen Zweikämpfe. Ja, aber Nesca, wenn sich da einer dreht, ist ja direkt mehr wie Action. Ja, das stimmt natürlich. Ah, Dino konnte sehr viel Zeit auf René Reiterer aufholen. Ist knapp eine Sekunde aufgeholt, die Zeit. Und der Abstand schrumpft immer mehr. Ja, irgendwie ist das hier mit dem Gunnar heute nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Ja, er fährt mal ran und dann... Er täuscht mal und sagt hier, hallo, hier bin ich, und dann bringt er das irgendwie nicht zum Abschluss. Ja, auf der 4, Max Mutschka fährt hier auch gerade so ein bisschen alleine seinen Stiefel. Und nach hinten der Abstand ungefähr bei 5 Sekunden, beziehungsweise 4 bis 5 Sekunden. Findet ja, sich Lars, auch nicht wirklich ein. Lars kann hier den Speed von Gunnar mal gar nicht mehr mitgehen. Hier klafft hier mittlerweile auch ein großes Loch. Auch nach hinten hin zu seinem Bruder oder Cousin oder was auch immer. Teamkollegen Björn Hagemann. Der da so ein bisschen gleich nach hinten gucken muss. Denn da kommt nämlich Timo Wiefig so langsam ran. Zumindest wird hier schon mal der Augenkontakt hergestellt. Wird einmal freundlich gucken. Oh, Dino hat sehr viel Zeit gerade rausholen können auf René Reiterer. Jetzt nur noch 7 Zehntel. Ich glaube, da bahnt sich jetzt in der nächsten Runde, in der nächsten 2 Runden was an. Ja, hier wird auch so langsam Sichtkontakt hergestellt. Dino auch derweilen von den Rundenzeiten her in der letzten Runde der schnellste. Drei Zehntel schneller als Martin Fuhrmann. Irgendwie braucht der Dino so eine Aufwärmphase, wa? Oh, und einer ist in der Box. Roman Okon. Apropos Box. Wir werden hier heute auf jeden Fall einen Boxenstopp sehen. Zum Nachtanken. Eventuell auch den ein oder anderen Reifenwechsel. Die Info habe ich eben bekommen. Ich denke mal, die meisten werden auf jeden Fall nur nachtanken. Reifen wechseln ist mal so eine Sache. Geht man auf die Sicherheit und holt sich ein paar frische Schlappen und damit auch mehr Grip. Ja, gute Frage. Natürlich den Zeitverlust in Kauf, ne? Meine Sache. Die Frage ist ja, wie halten die Reifen hier die Belastung stand, ne? Wenn du da den Reifen zur Rennhälfte 40-50% runtergerattert hast, dann kannst du auch einen Reifenwechsel machen, weil sonst machst du dann nicht mehr viel, ne? Ja, die Frage ist natürlich immer, wie viel Zeit verliert man und wie viel gewinnt man dann mit den neuen Reifen, holt man den Reifenwechsel raus. Und da kommt auch schon ein Angriff von Dino. Der ist vorbei. Ja. Da hat René die Tür offen gelassen. Hat sich da auch gar nicht großartig gewehrt und kommt da auch jetzt in die Box. Ja, das heißt für Dino jetzt auf jeden Fall ein, zwei Runden richtig gut pushen.
Aber derweil ist er auch eine 1:27.1 gefahren. Mittlerweile schon 14 schneller als Martin Fuhrmann. Aber der Abstand ist schon relativ groß mit 6,8 Sekunden. Ich denke mal, wenn Martin so weiterfährt und Dino auch, dann könnte es vielleicht nochmal eng werden. Also beim René war das hier auf jeden Fall nur ein Reifenwechsel gewesen. Ja, nur ein Tankstopp meinst du? Nur ein Tankstopp, Entschuldigung. Ja. Was ist denn heute los hier mit mir? Ich bin ja da. Ich schieb das einfach mal auf die Medikamente. Mal diese Ausdenken. Ich hab welche, du nicht? Ach, ich hab heute Mathe vor Klausur geschrieben, also das ist die beste Ausrede. So, wir gehen mal aber hier auf Platz 4 und 5. Da haben wir immer noch Danny Wenzel, Gunnar Miesen. Haben die sich abgesprochen jetzt? Weiß es nicht. Der Abstand springt die ganze Zeit hin und her, hin und her. Gunnar bleibt trotzdem auf Platz 5. Ich weiß nicht, ob er sich nicht traut oder... Ich weiß nicht, was er da macht. Das ist ja eben schon angesprochen. Er klopft an einem an, sagt, dann verliert er wieder ein bisschen was. Ja. Also wenn ich das richtig sehe, da hat der René als einziges genau zur Halbzeit den Boxenstopp gemacht, das heißt die anderen werden bis ungefähr 10 Runden vor Schluss vermute ich mal und dann wirklich nur das Nötigste nachtanken. Ja, im Grunde genommen ist es ja so gesehen egal, wann du in die Box gehst, weil du Sprit brauchst du so oder so. Ja, das ist nur, wenn man jetzt einmal in seinem, sagt man, ich auf die Sprünge. In seinem Rhythmus? Rhythmus, genau, danke. Wenn man einmal in seinem Rhythmus drin ist, dann bleibt man auch lieber länger auf der Strecke, bevor man dann kurz in die Box geht, weil das ist schon so ein, auch wenn es nur kurz ist, so ein kleiner Break. Und dann muss man erstmal wieder reinkommen. Vor allem, wenn man natürlich später in die Box geht, hat man das Auto, ist das Auto natürlich ein bisschen leichter, dadurch, dass man jetzt den Sprit raushaut, dann hinterher nur noch wenig nachtankt. Das vielleicht zum Vorteil sein kann. Ja, wann kommen die anderen jetzt in die Box? Momentan fahren sie alle noch an der Boxeneinfahrt dran vorbei. Vor allen Dingen, wann kommt der Führende? Ich gehe mal davon aus, dass Martin auch relativ spät reingeht. Gerade weil das, was ich gerade angesprochen habe, das Auto dann ein bisschen leichter ist. Leicht kann er dann Zeiten halten, auch mit den abgefahrenen Reifen. Ich weiß leider nicht, wie sich das Auto leer verhält, beziehungsweise mit weniger Sprit. Ja, da kann ich jetzt leider auch nichts zu sagen. Ich glaube, ich muss mir doch mal R-Faktor 2 kaufen und auch mal ein paar Runden fahren. Ja, unbedingt. Also, in R-Faktor 2 hat sich echt viel getan. Es lohnt sich. Ja, Gunnar Miesen verliert im Moment relativ viel Zeit. Ja, da ist so irgendwie ein bisschen die Luft raus, wa? Vielleicht schont er jetzt auch einfach nur seine Reifen, damit er am Ende zum Ende nochmal ein bisschen angreifen kann. Kann ich mir natürlich auch vorstellen. Also sie bleiben immer noch draußen. Ja, und Martin hat derweil auch nochmal angegast. 1:27.305 in der letzten Runde. Ja, jetzt wird er genauso schnell wie, beziehungsweise etwas schneller. Der Abstand immer noch grob bei 7 Sekunden. Ja, Gunnar scheint hier irgendwie keine Lust zu haben, da den Überholvorgang abzuschließen. Lässt abreißen und schauen wir, was der Führende macht. Martin Fuhrmann.
Der fliegende Berliner. Der jetzt aber auch etwas Zeit verloren hat. 18. dieser Runde. Was sagt die Uhr? 18 Minuten. Also ich bin mal gespannt, ob sich das für den René gleich nachher auszahlt, dieser frühe Boxenstopp. Oh, und Martin Fuhrmann geht jetzt auch in die Box. Ja, was macht der Verfolger? Der Verfolger bleibt draußen. Ah, das lässt man sich natürlich entgehen, dann auch mal ein paar Führungsrunden zu sammeln, wenn der Führende dann schon mal in die Box geht. Ja, je nachdem wie Dino da mit den Reifen hausgehalten hat, kann er jetzt natürlich pushen, ne? Ah, das ist meine Sache, man kann von außen schlecht beurteilen, ob der Fahrer die Reifen schont oder nicht, weil vor allem bei den Top-Fahrern, sag ich mal, die verlieren dann vielleicht ein Zehntel auf die Runde, wenn die Reifen schonen, vielleicht ein Zehntel oder mehr natürlich oder auch weniger. Deswegen ist es immer schwer zu sagen von außen. Ja, Martin Fuhrmann reiht sich auf der 4 wieder ein. Ja, dicht gefolgt von Gunnar Niesen. Und Dino bleibt weiterhin draußen. Björn Hagemann, der war auch in der Box. Ja, kann Gunnar jetzt von seinem Teamkollegen profitieren, sich mitziehen lassen, um dann irgendwann auch mal jetzt an Danny Wenzel vorbeizuschlüpfen? Oder sagt sich Martin, Junge, das Gaspedal ist rechts, was ich kann, kannst du auch. Ja, so wie es aussieht, versucht Gunnar sich da mitziehen zu lassen. Im Moment auch keine weiteren Boxenstops. Ja, ich denke auch, dass er sich jetzt mitziehen lässt, weil wenn man dann schon mal einen Teamkollegen und vor allem eigentlich Führenden vor sich hat, da kann man sich ein bisschen was abschauen. Vielleicht hier und da noch ein paar Zehntel gut machen. Kann vorher nicht gestellt werden, kann man vielleicht ein bisschen Zeit. Ja, Frank Steiner hat sich da mal wieder langsam auf Platz 10 zurückgeschoben. Ja, und der Frank war auch schon in der Box. Und der war eben liebe Jürgen Rüttich noch nicht. Heißt, ich gehe mal davon aus, dass der Frank auf jeden Fall Platz 9 in den nächsten paar Runden erobern wird. Ja, da könntest du gar noch ein Ticken weiter nach vorne gehen, weil Tino Wiefig war auch noch nicht in der Box gewesen. So. Und Danny Wenzel ist in der Box. Damit ziehen Gunnar Niesen und auch Dino ist in der Box. Dino kommt 16, 17 Sekunden. Gunnar Niesen muss jetzt gleich auch noch rein. Max Mutschler muss rein und dann haben wir zumindest die Spitze wieder sortiert. Ah, der Dino hat auf jeden Fall Zeit liegen lassen. 16 Sekunden. Was hat er denn da gemacht? So, Tino Wiefig ist in der Box. Jürgen Hurtig ist dran vorbei. Schafft es jetzt auch Frank Steiner da vor? Ja, Frank Steiner ist in der Box. Ja, tatsächlich. Ja, wann
kommt Max Mutschka rein. Und vor allen Dingen, wann kommt Gunnar Miesel in die Box? Ja, Gunnar hat jetzt auch wieder ein bisschen verloren auf sein Teamkollegen Martin Vormann. Also René hat es da auf jeden Fall richtig gemacht, weil der klebt nämlich jetzt dem Dino im Nacken. Und? Ja, Dino hat da zugemacht. Identisch aus. Ich glaube nicht, dass der René da jetzt locker lässt. Ich denke mal, der lässt sich da jetzt auch ein bisschen mitziehen über die Gerade. Vielleicht kann er da den Platz gut machen. Nur was mich immer noch wundert, wo hat Dino die Zeit verloren? Eben waren wir bei knapp 7 Sekunden Rückstand, jetzt sind wir bei 16, bei 17 Sekunden. Hat er vielleicht doch den Reifenwechsel gemacht? Ja, das könnte natürlich sein. Dann würde es nämlich von der Zeit her wieder passen. Ja, Gunnar bleibt auf jeden Fall sehr lange draußen und versucht da von seinem Teamkollegen zu profitieren. Und wir haben einen Ausfall. Dino Wiefig hat's Auto abgestellt. Warum auch immer. Ja, jetzt kommt auch Max Mutschka in die Box. Und damit alter und neuer Führer Martin Fuhrmann. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Gunnar noch ein bisschen länger draußen bleibt. Ich denke mal so lange wie es geht. Das ist natürlich jetzt eine Top-Position hinter seinem Teamkollegen. Er kann ihm ein bisschen den Rücken frei halten, sage ich mal. Ja, und Max Mutschka kommt sogar vor Dino Paulini wieder auf die Strecke. Damit Dino und René 2 Plätze verloren. Ja, ich denke mal, dann hat er wirklich die Reifen gewechselt. Dann können wir das jetzt sicher sagen. Ja, aber die 2, die sind nicht allzu weit weg von Max Mutschka. 3 Sekunden. Ah, und man sieht auch schon, Gunnar Miesel ist jetzt seine neue persönliche Bestzeit gefahren, eine 1:27.4. Also bringt es auf jeden Fall was. Ja, alter Nordwand mit Rückenwind. Ja, momentan hier der einzige Zweikampf, den wir haben. Gunnar Miesel in der Box. Damit rutschen alle einen Platz weiter nach vorne. Dino Paulini auf die 3, René Reiterer auf die 4. Und jetzt ist die Frage, Danny oder Gunnar, wer hat die Nase vorn? Gunnar ist wieder auf der Strecke, wenn ich das richtig sehe, genau. Ja, und der Gunnar, ist vor Danny. Also für Gunnar hat es hier deutlich gelohnt, hinter seinem Teamkollegen sich mitziehen zu lassen. Der Abstand ist doch beachtlich. 6 Sekunden, 6,5 Sekunden. Ja, und René und Dino kommen da langsam an Max Mutschka ran. Nur noch 2,5 Sekunden Abstand. Wenn wir mal auf die nächste Überfahrt der Ziellinie warten, wie dann die Zeiten aussehen zwischen den dreien. René war auf jeden Fall in der letzten Runde ein Zehntel schneller als der Dino. Und er bleibt auf jeden Fall dran. Verliert hier und da mal Akku ein bisschen Zeit, aber holt die auch wieder gut raus durch den Windschatten auf jeden Fall.
So. Alle Boxenstops sind abgesessen. Ja, der Max ist auf jeden Fall ein Tick langsamer als die beiden Dritt- und Viertplatzierten. Und 13 Runden noch auf dem Tacho. Quer. Aber wer war das? Wer stand da quer? Frank Steiner müsste das gewesen sein. Ja, da würde ich sagen, gehen wir mal. Hat er schon Probleme beim ersten Versuch in die Kurve reinzukommen? Ganz. Alles korrigieren. Ja, aber das, das muss früher passiert sein. Oder vielleicht auch später. Auch sein. Und Frank Steiner jetzt auch in der Box zum dritten Mal und hat das Fahrzeug, glaube ich, abgestellt. Ja. Somit Roman Ocon jetzt auf der 10. Ja, so schnell kann es gehen. Kino und René jetzt, knapp eine Sekunde hinter Max Mutschke. Platz 2. Also 3 und 4. Ja. Viel Luft ist da nicht mehr. Aber Martin Fuhrmann, ey, was der sich da jetzt hier rausfährt, über 16 Sekunden. Kann man auf jeden Fall nur ein Wort zu sagen, und zwar krank. Ey, das ist doch abartig. Also, das ist echt... Also, da kann ich mir nur eins erklären, das muss ein Mercedes-Motor sein, was der fährt. Ach, ich glaube, da sind wir unterschiedlich. Das gibt's doch nicht. Wahnsinn! Wie kommt er auch teilweise näher an Dino ran? Geht's wieder? Ja, noch nicht. Auf jeden Fall auf dem Weg zur Geraden. René kann natürlich dann jetzt doppelten Windschatten genießen, da Dino natürlich im Windschatten von Max hängt und René somit einen doppelten mitbekommt. Mal gucken. Da war wohl nicht so perfekt aus der Kurve gekommen vor der Geraden. Ja, ich merke schon, ey, ich muss mal mit dem Martin reden. Ich hab da in der GT noch ein Schubert-Auto frei. Ja, so werden neue Fahrer angeworben hier. Ja, selbstverständlich. Erstmal sich nur. Ja. Andere machen das doch nicht anders, oder? Wobei, man muss auch sagen, Dino, René, die fahren auch eine sehr gute Pace. Auch Max natürlich. Der aber jetzt in der letzten Runde alleine 4 Zehntel wieder verloren hat. Und mittlerweile 6 Zehntel hinter ihm. Ja, und der da wird's zum Rennende echt eng hier um Platz 2 und 3.
mal, Max wird jetzt erstmal versuchen, die noch ein bisschen hinter sich zu halten. Vielleicht kann Gunnar dadurch auch ein bisschen profitieren. Der ist mittlerweile 3,5 Sekunden hinter dem René. Und fährt sogar mittlerweile auch schneller, beziehungsweise schnellere Zeiten als die drei vor ihm. Da kommt jetzt der Angriff von Dino. Reicht es? Ja, da kann ich mir ganz gut vorstellen, was Gunnar sich da anhören musste in seinem Team-Channel. Ja, Max kann den zweiten Platz behalten. Ja, aber das war's noch nicht. Ich denke, man muss jetzt auf jeden Fall defensiv fahren, die Kampflinie. Wobei man sieht auch, Max kämpft gut, nimmt so ziemlich jeden Cut mit, der geht. Ja, auch Fitchett konnte den Abstand wieder auf 1,5 Sekunden machen. Ja, und noch 9 Runden zu fahren. Ich gehe mal davon aus, dass Dino jetzt wieder am Ende der Geraden versucht, an Max vorbeizukommen. René kann sich auch, der ist jetzt auch nur noch 13. Wenn jetzt natürlich auf der Geraden den doppelten Windschatten genießen. So wie René hinterm Dino klebt, würde es mich nicht wundern, dass wenn Dino da mal übers Gras fährt, René hinterher fährt. Ja, das passiert sehr schnell, dass man seinem Vordermann dann so einen Fehler auch mal nachmacht. Vor allem gerade, wenn man in so einem Dreikampf ist. Ja, man fixiert seinen Vordermann an, gerade so was Windschatten angeht, und kriegt dann doch so leicht den Tunnelblick. Ja, vor allem, wenn man sich wirklich, wenn man so nah hinter einem herfährt, dann sieht man auch nur noch das Auto vor sich. Rechts und links sieht man dann nur noch ein bisschen Gras. Dann kann es auch mal schnell passieren. Vielleicht wird das gut verpasst. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass René gleich vielleicht durch den Zweikampf von Max und Tino ein bisschen profitieren könnte. Oh, da kommt er leicht quer. Das hat Zeit gekostet. Aber da hat er René nochmal echt Glück gehabt. Das hätte jetzt auch zu einem bösen Dreher führen können. Aber da hat man richtig gesehen, wie er den schwarzen Strich über den Asphalt gezogen hat. Erst so quer siehst du mehr. Ja, aber mit dem Skippy nicht zu empfehlen. Ja, ist auch nicht so einfach, glaube ich. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ah, auch Gunnar Miesen kann den Abstand etwas verringern. Er hat jetzt schon wieder eine Sekunde aufgeholt. Fährt auch schneller, sehr viel schneller. Jetzt die ja, die Sache ist, dass er dann bei Dreikampf verliert man natürlich auch meistens Zeit. Ich glaube, da geht noch was nach vorne. Der Danny setzt auf Platz 6, jetzt von Gunnar abgeschlagen, sage ich mal, mit 7,5 Sekunden. Oh, aber auf Platz Max. 9, Platz 9, Platz 8, da sind die gerade sehr nah zusammen, 1/10 rund. Ich glaube, dass der Björn Hagemann von der Zeit her sieht es so aus, als wenn die ineinander kleben würden.
Straße vorne nehmen. Und kann sich auch behaupten. Ja, der Abstand ist auf jeden Fall schon wieder größer. Ich hab den Hagemann natürlich im Buttich. Ja, Max kann sich auf jeden Fall hier sehr gut behaupten. Konnte wieder einen kleinen Abstand rausfahren. Und René hängt da im Getriebe von Dino. Und Gunnar Nissen kommt immer näher. Ja, Gunnar fährt gerade auf jeden Fall eine gute Pace. Er ist jetzt genauso schnell wie der führende Martin Fuhrmann. Von den Rundenzeiten her. Ja, der hat sich da auf jeden Fall was von seinem Teamkollegen abgeguckt. Ja, hätte vielleicht mal vor ein Rennen machen sollen. Also so wie ich das mitbekommen habe, haben die beiden auf jeden Fall schon viel zusammen trainiert. Auch immer schon hinterher gefahren, aber man kann ja immer mal was verbessern, ne? Also Max auf der Geraden fährt der Kampflinie, ne? Ja, haben wir gerade gesehen, schön die ganze Breite der Geraden genutzt. René hat ein bisschen Zeit verloren, sehe ich gerade. Wird er aber gerade wieder auf. Ah, hier im Infield kommt Dino jetzt wieder gut ran. Ja. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt... Na, es reicht nicht. Gunnar Nissen kann seinen Abstand weiterhin verringern, jetzt nur um 1,5 Sekunden. Es gibt ja nichts Schlimmeres, ne? Wie sich an einen Rang knabbern, aber das Ding nicht zum Abschluss bringen. Ja, das ist... Das fuchst doch. Ja, ich zum Beispiel war jetzt bei dem letzten Langstreckenrennen, der CSLF, auf. Knapp eine Stunde hinter einem Auto. Wir sind dann zusammen in die Box gefahren. Ihm war dann weiterhin vor mir und dann konnte ich mich irgendwann mal nach 22 Minuten an dem Fehler vorbei bremsen, sag ich mal. Ja, Langstreckenrennen waren geile Rennen auf jeden Fall. Ja, aber im Endeffekt, wenn man so jetzt ranfährt wie zum Beispiel jetzt der Gunnar, der hat jetzt auch sehr viel aufgeholt. Man muss dann wirklich direkt versuchen vorbeizufahren, weil sonst hängt man da Runde für Runde hinter und wir haben jetzt auch nur noch 5 Runden zu fahren. Und daher muss jetzt gleich was passieren. Ansonsten ja, geht es nicht mehr viel nach vorne für Gunnar zum Beispiel. Beziehungsweise für Dino und René auch. Man muss sagen, Max hält sich ganz gut vorne. Lässt ihn auch wirklich kaum eine Chance, irgendwie mal sich vorbeizubremsen oder sonstiges. Ja, macht innen sauber zu. Sagt sich, wenn du vorbei willst, mach's außenrum. Hat er weil auch wieder das Duell zwischen Jürgen Hurtig auf Platz 8 und Björn Hagemann auf Platz 9. Ja. Ich glaube, jetzt hatte der Björn einen kleinen Fehler mit rum. Hat wieder ein bisschen Zeit verloren. Verliert wieder ein bisschen Zeit. Aber hier die drei, das ist hier jetzt die absolut heiße Phase. 4 Runden noch zu fahren. Wenn man jetzt mal Martin Fuhrmann nochmal anspricht, er fährt mittlerweile eine Sekunde pro Runde schneller als die jetzt gerade eingeblendeten Fahrer. Also ich glaube, das ist für Martin auf jeden Fall schon mal sicher. Ja, Platz 2 bis 5 würde ich jetzt mal so behaupten, ist noch nicht in trockenen Tüchern. Aber die geben sich jetzt da nochmal richtig. Ja, aber immer auch schön zu sehen, wenn es irgendwo nicht passt, da wird gelupft, zurückgezogen. Zweikampf auf hohem Niveau, würde ich mal sagen. Ja, das auf jeden Fall. Also gut ab vor den dreien auf jeden Fall.
natürlich jetzt auch auf einen Fehler von den anderen, aber irgendwie macht keiner wirkliche Fehler. Oh, da vorne kommen gleich ein paar zum Überrunden. Wir befinden sich natürlich auch im direkten Duell. Ich glaube nicht, dass sie sofort Platz machen werden. Und Björn Hagemann konnte sich gegen Jürgen Rüttig durchsetzen. Björn Hagemann jetzt auf Platz 8. Man kann es gerade noch so oben in der Ecke sehen. Oh, was ist denn hier los? Oh, jetzt geht's aber los hier. Boah. Auch René kann sich da vorbeischieben. Ja, und verweist Dino auf Platz 3. Auf Platz 4, Entschuldigung. Kein Problem. Ich hatte heute ja auch Dreher drin. Ist ja nicht so schlimm, kann ja mal passieren. Ja, also das habe ich jetzt mal so gar nicht auf dem Timer gehabt. Ich habe doch eher gedacht, dass sich der Dino den Max schnappt. Und stattdessen schnappt sich der René den Dino. Also dafür, wie du eben angesprochen hast, René kann ja wirklich nicht so viel tun. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Ja. René will den zweiten Platz mitnehmen und nach Hause fahren. Er hat aber ein bisschen Zeit. Aber ist natürlich immer noch dran. Was ich sagen wollte, natürlich René kann weniger trainieren, dadurch, dass er halt noch andere Serien fährt. Die anderen Fahrer fahren natürlich auch noch andere Serien, aber René hat natürlich noch die Organisationsarbeit, das sollte man auch nicht unterschätzen. Das kriegt man auch noch nicht mit. Oh, da kommt der Angriff. Ja, das war jetzt noch der Brüller hier. Ja, auf der Außenbahn, mal gucken. Oh, wenn er... Nee, ich... Ja, zu sagen, jetzt ist er natürlich dann noch wieder auf der Innenbahn. Nee, Max kann sich wieder vorbei quetschen. Also, aber da hätte Max mal ein bisschen opfen lassen sollen. Da hat er ihn dann doch ein bisschen über den Körb gedrückt. Aber immer noch alles hart, aber fair, sag ich mal. Im grünen Bereich, genau. Na, jetzt sind wir auch schon in der letzten Runde. Da kann sowas oder da darf sowas ja mal passieren, sage ich immer. Wird mal gekämpft. Gunnar Miesen, der fallen auch schon eine halbe Sekunde nur noch. Der hofft jetzt auch auf einen kleinen Fehler vom Dino, dass er sich da noch irgendwie einen Platz sichern kann. So, nichtsdestotrotz gehen wir jetzt auf den Erstplatzierten. Weil den Moment wollen wir natürlich nicht verpassen. Letzte Knick, letzte Kurve. Und Martin Fuhrmann gewinnt hier das Rennen in Palm Beach. Oh, das könnte jetzt noch eng werden. Und hier das mit Abstand spannendste Duell am Abend. Platz 2, 3 und... Oh, da kann sich der Dino noch weiter drücken. Ja, Dino, na! Jetzt muss er aber... Oh. Oh, der René, oh, das wird eng. Das gibt ein Finish, Alter, das gibt... Aber für René, gut gemacht von Dino. Ja, Gunnar auf der 5. Auf der 6, Danny Wenzel. Der 7 kommt dann eingefahren, Lars Hagemann. Da soll man nochmal sagen, dass es mit, ich sage mal, langsameren Fahrzeugen keine interessanten Rennen gibt. Das war ja wirklich jetzt schon Fahren auf hohem Niveau. Alle in einer Zeit von, wie viel war es, vielleicht eine Sekunde? Aber wirklich den schönsten Fight haben uns heute Max und Mutschka, Dino Paulini und René Reiterer gezeigt. So, hier kommt jetzt auch der Rest
über Start, Ziel gleich. Ja, sind schon drüber. Was für ein Rennen. Wahnsinn. So, ich würde sagen, wir gehen in eine... Ne, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Wir gehen in eine ganz kurze, kleine Pause und holen uns die Podiumsplatzierten zu uns. Also, dranbleiben. Bis gleich. Bis gleich. Ja, und wir sind zurück mit unserem Podium. Ich würde sagen, wir arbeiten uns von hinten nach vorne. Und ich habe auch mal den Viertplatzierten mitgebracht, den René Reiterer. René, wahnsinniger Zweikampf am Schluss. Ja, ganz knapp am Podium vorbei. Wie war für dich so das Rennen gewesen? Also, erstes Stint war eigentlich recht entspannt. Ich konnte mit Martin nicht mithalten. Durch den kleinen Zwischenfall mit Max und Dino in der ersten Runde hatte ich auch nach hinten ein bisschen Luft. Wollte die Reifen schon entfahren und einfach schauen, dass ich keine Fehler mache. Die haben sich dann irgendwie so ab Runde 13, 14, 15 angefangen zu häufen und ich habe gemerkt, okay, ich kann meine Rundenzeiten nicht mehr gehen. Habe dann entschieden, die linke Wagenseite die Reifen zu wechseln, weil die ziemlich stark abbaut haben. Bin dann ziemlich früh in die Box gegangen, also als ich noch so 10 Liter oder so im Tank hatte. Und nach Dinos Stopp bin ich also eigentlich direkt hinter ihm rausgekommen und von da an war es schweißtreibend. Unglaublich. Es war kein Vorbeikommen an Max. Ich habe es öfter versucht, an Dino vorbeizukommen, habe es dann auch zwischenzeitlich mal geschafft, aber es waren wirklich tolle Zweikämpfe. Er hat wahnsinnig Spaß gemacht. Wir haben uns immer den nötigen Platz lassen, aber Max hat hart verteidigt, aber wie im Rennen 1 schon, kann ich nur mal sagen, gratuliere ans Podium. Aber ich bin irgendwie etwas enttäuscht, weil Runde 37 habe ich am Platz 2 geschnuppert und dann doch nur als Vierter durchs Ziel. Aber hat mir Spaß gemacht und das ist das Wichtigste. Gratuliere ans Podium. Ja, dann kommen wir auch direkt zum Podium auf der 3. Dino Paulini. Dino, was war da heute los? Von Platz 2 nicht so ganz optimal weggekommen, zurück auf die 4 und dann wie im Laufe des Rennens wieder stark nach vorne gekämpft und noch einen sehr harten Zweikampf mit René gehabt um Platz 3. Ja, hi.
Also eigentlich bin ich ganz gut weggekommen, ehrlich gesagt, beim Start. Heute als Zweiter bin ich auch Zweiter geblieben am Anfang. Hat mich eigentlich sehr gefreut. Leider am Ende der ersten Runde, ich glaube, das war die erste, kam da plötzlich einer hergeschossen hinter mir. Leider genau in den Scheitelpunkt der letzten Kurve. Und leider hat das auch nicht aufgehört mit dem, dass er neben mir war. Konnte er da ewig, ewig nicht einlenken, so lange bis René vorbei war. Ja, und dann sah es wieder ein bisschen schwieriger aus. Leider die nächste Runde war dann Max, war das, ja, der war relativ gut an mir dran. Hab gedacht, ja, der wird nicht wieder letzte Rille reinhauen. Nach der letzten Runde hat's leider aber getan und die gekriegt und dann ist er vorbeigekommen. Danach habe ich eine ganze Weile gejagt. Ja, bin auch irgendwann vorbeigekommen, war dann wieder Dritter. Und ja, in der Runde, in der René reingegangen ist, war ich gerade dabei zu versuchen, ihn zu überholen. Ich glaube, das hätte auch funktioniert, nicht ganz sicher, aber er ist reingegangen. Und dann hatte ich eigentlich ja, freie Strecke vor mir. Das Auto fühlte sich ganz gut an. Grenell rollte, fuhr sich ganz gut, das Auto, muss ich sagen. Ja, der Boxenstopp war dann eigentlich okay, nur leider habe ich nicht gemerkt, dass ich da irgendeinen Schaden am Auto hatte, scheinbar. Mit Sicherheit von der Nummer von der ersten Runde. Hat mich echt gewundert, ich habe nicht mal nachgeschaut, weil ich habe so gut wie null Berührung da irgendwo gehabt, aber scheinbar irgendeinen Schaden, stand ich über 20 Sekunden an der Box rum. Hat mich natürlich schon gewundert in dem Moment. Ja, und dann wurde es natürlich sehr, sehr schwer, kam ich direkt vor René raus, nur er hatte, glaube ich, neue Reifen, ich nicht. Und musste schon wieder Max jagen. Das war schwierig. Hab alles versucht im letzten Stint. Aber puh, ist schwierig. Ganz wenig Windschatten. Fast null Windschatten gehabt. Also das ist nicht einfach da zu überholen. Ja, und sah so aus, als ob ich Vierter werden würde. Aber in der letzten Kurve des Rennens ging dann noch eine ganz gute Aktion auf gegen René. Das war natürlich ein bisschen Glück. Habe ich mir zumindest den Dritten zurückgeholt. Aber insgesamt natürlich sehr schade. Ich hätte gerne versucht, an Martin dran zu bleiben. Darauf hatte ich mich eigentlich gefreut, weil die Karre lief ganz gut heute. Und ich denke, ich hatte auch ganz gute Zeiten. Aber ja, kann man nichts machen. Nicht so gut gelaufen, aber immerhin Dritter. Ja, du sagst es. Im wahrsten des Wortes auf der letzten Rille noch an René vorbei und auf Platz 3. Genau. Ist natürlich schade, wenn ich Gratulation. sehe, dass ich eine halbe Minute oder so verloren habe durch diese ganze Nummer am Anfang, aber ja. Ja, kommen wir zum Zweitplatzierten, Max Mutschka. Max, auch bei hier erstmal herzlichen Glückwunsch. Und Sehr ja, überraschender Zweiter, muss man sagen. Ja, tatsächlich, ja. die letzten Runden, Kampflinie und ist alles aufgegangen bei dir, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Erstmal großes Sorry an Dino, nach der ersten Geraden der ersten Runde. Ich konnte den Bremspunkt dann immer nicht mehr sehen, weil wir zu dritt in die Kurve rein wollten und es war leider viel zu spät. Es tut mir furchtbar leid. Ich habe ihn auch wieder vorbeigelassen direkt, aber ich meine, wenn sein Fahrzeug kaputt war, ist es halt trotzdem schade für ihn. Ja, ich habe halt gemerkt, dass ich die Zeiten am Anfang ein bisschen mitgehen kann, aber der eigentliche Speed, den hatte ich nicht gehabt. Habe ich mir gedacht, ich probiere es mal über die Taktik und ich bin relativ lang draußen geblieben. Ich bin auf dem letzten Tropfen in die Box reingekommen. Hatte dadurch eine relativ gute Standzeit und bin dann sehr überraschend vor den ganzen Jungs wieder rauszukommen. Und dann dachte ich mir, okay, probierst du es halt mal. Dann habe ich auf den Lap-Counter geschaut, habe gesehen, noch über 10 Runden. Dann habe ich gedacht, das wird niemals was. Ich habe es halt probiert und mit jeder Menge Schweiß und Bluteinsatz hat es wohl echt funktioniert. Ich kann es selbst nicht ganz glauben. Ja, die Nummer ist echt gut aufgegangen. Ja, hätte ich nicht gedacht, weil vom Speed her waren die anderen Jungs auf jeden Fall wesentlich besser unterwegs. Ich hatte fast kein Training gehabt. Aber hat echt Spaß gemacht, auch wenn es sehr anstrengend war. Es war, glaube ich, mein anstrengendstes Rennen, was ich je hatte. Da muss man auch echt sagen, dass ihr drei da wirklich gut miteinander ausgekommen seid. Da, wo man nicht überholen konnte, wurde auch nicht überholt. Da wurde dann doch mal wieder zurückgezogen. Du hast auch sehr gut verteidigt, so wie ich das gesehen habe. Also es war auf jeden Fall von euch dreien fahren auf hohem Niveau im 2- bzw. Dreikampf. War schon echt Danke. schön anzuschauen. Ja, ich hatte dann zwischenzeitlich auch noch etwas Angst, weil ich gesehen habe, dass Gunnar aufholt in großen Schritten, weil wir im Dreikampf waren. Dachte ich, es wird vielleicht noch ein Vierkampf um den zweiten Platz, aber er hatte dann irgendwie doch abreißen lassen müssen. Das habe ich auch schon gesehen, weil meine Reifen waren komplett fertig, somit wurde es halt von jeder Runde auch immer langsamer, weil das Verteidigen ist ja auch nicht gerade die schnellste Linie. Ja, hätte er noch ein paar Runden länger gehen können, hätte sich Gunnar gefreut, glaube ich. Ja, Gunnar kam da sehr gut ran. Ja. Ja, kommen wir zum Erstplatzierten, den fliegenden Berliner. Und ich kann nur sagen, unfucking fassbar ohne Worte.
Martin Fuhrmann, das Rennen dominiert von der ersten Runde an, im Laufe des Renngeschehens einen wahnsinnigen Vorsprung rausgefahren. Hast du irgendwie noch einen Termin jetzt gleich? Nee, ich habe keinen Termin. Das ging heute ganz fluffig locker von der Hand, also war überhaupt schon ganz überrascht. Obwohl ich noch sagen muss, im Quali war es zum Anfang irgendwie war es matschig, ne? Kam irgendwie so vor, als wenn das gar nicht vorwärts geht. Musste mir dann doch noch einen kleinen Windschatten vom Max borgen für die schnelle Runde. Hat dann auch ja, ganz gut hingehauen. Denkbar knapp mit einem Dino zusammen. Habe ich mir schon gedacht, na, wird bestimmt ein interessantes Rennen, interessanter Start und so. Aber ja, ich konnte mich am Start relativ gut lösen. In den ersten zwei Kurven war doch schon eine Lücke da. Also es hat ganz gut funktioniert. Der Vorsprung war groß genug für die lange Gerade. Ja, und dann habe ich eigentlich nur noch anfangs gepusht, ne? Schön erstmal Vorsprung irgendwie kriegen, egal wie. Und ja, dann habe ich so meinen Rhythmus gehabt und dann bin ich einfach nur so dahin geglitten. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen überheblich, aber nee, ich habe einen guten Rhythmus gehabt. Auto ging raketenartig und ja, war lustig. Ja. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer dass du heute Erster geworden bist und mehr gibt's dazu dir und, nicht. Und diesmal zu nicht in die Wand gefahren bin. Ja, auf jeden Fall echt starkes Rennen. In 14 Tagen geht's weiter. Ja, so, da... warte. Ich muss noch unseren Tobias grüßen. Ja. Ja. Und dann muss ich noch Glückwünsche an das Podium und werde mir gleich mal den Dreikampf von euch angucken. Ja, also der ist echt sehenswert. Rundenlang Wahnsinn. Also echt Fighting auf ganz hohem Niveau war das heute. Ja, in 14 Tagen sehen wir uns wieder. Lime Rock Park, falls dir die Strecke gerade nicht einfällt. Genau, danke. Am 9.4. auch wieder 19.30 Uhr, Quali-Start, gleicher Kanal, gleiche Welle. Mir bleibt nur zu sagen, danke an euch. Danke an dich, Marc, dass du mich hier heute so super toll unterstützt hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich kann nur sagen, hast einen richtig guten Job gemacht. Danke, danke. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Dich hören wir am Sonntag wieder, euch in 14 Tagen und ich verabschiede mich hier von allen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis demnächst. Gleichfalls, danke.